Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich wollte eigentlich ein Unboxing machen mit allen Geräten. Ich hatte hier so ein Bundle bekommen zum Testen für ein paar Wochen, aber ich werde das einzeln machen. Ich habe ja gerade eben nochmal ein Unboxing gemacht, um jetzt einzeln zu dieser Geschichte, was da alles mit bei ist. Wir werden ein Unboxing zur Kamera machen jetzt. Mit der Universalhalterung und alles andere kommt dann in einem anderen Video, würde ich sagen, was jetzt Mikrofon betrifft. Deswegen mache ich das mal hier nochmal kurz ein bisschen, lasse ich hier auf der Seite liegen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Kamera. Bei dem Bundle, ich weiß nicht, wie es gelöst ist, wenn man die Kamera einzeln bestellt. Das kann ich euch nicht sagen. Die Kamera sieht so aus, in so einem Karton. Gucken wir uns auch gleich genauer an. Ich habe aber jetzt hier noch so einen Karton und ich denke mal, dass da die Universalhalterung drin ist. Das werden wir uns mal angucken. Nee, da ist die Linse drin. Gut. Weil bei diesem Paket, hier ist so eine Linse, seht ihr das? Die kann man da dann raufschrauben, denke ich mal. Das werden wir uns dann nachher mal angucken. Die war hier mit bei. Wozu, weiß ich nicht. Die ist halt in diesem Paket mit bei. Dann hat sich das erledigt. Dann ist bei der Kamera die Universalhalterung doch mit bei. Ich dachte eigentlich, dass die da mit bei ist. So, wie gesagt, das ist die Marshall CV502-U3. Die haben auch noch andere, die etwa so gleich heißen, bloß U2 oder so. Ich weiß nicht, bei U2 und so war der Unterschied. Das sind dann so IP-Kameras. Hier steht auch High Definition USB 3.0 Kamera. So sieht sie aus. Dann haben wir sie hier oben nochmal. Steht nochmal der Name. Hier an der Seite blau, da an der Seite auch blau. Und hinten seht ihr sie dann nochmal genauer drauf mit ein paar Details. Und hier steht halt auch, dass die 10-Bit-Color unterstützt mit 422, YCBCR, UVC, Full, Windows 7, Windows 10, Mac. Ja, High-Quality HD-Videos to 1080p, also 1920 zu 1080 mit 50/60 FPS. Simple Plug-in und Video Power USB 3.0. Das war eigentlich der Grund, warum ich diese Kamera angefragt habe, weil ich die mal testen wollte, um zu gucken, was da geht von der Qualität, ob ich für euch noch ein bisschen besser sein kann. Wir haben das jetzt hier auch alle ganz gut eingepackt. Das sollte eigentlich, glaube ich, hier drin sein. Wie gesagt, das ist ein Pressemuster. Ja, also das haben auch schon andere gehabt und kann sein, dass hier nicht alles so schön verpackt ist, wie es eigentlich sein sollte. Beim Hin- und Herschicken kann da dann schon mal was aus der Verpackung hier rausgehen. Das ist kein Problem, da müsst ihr dann ein bisschen drüber hinwegsehen. So, wir haben einmal hier die Kamera. So, da ist hier auch so ein Plastik drüber, seht ihr das? Zum Schutz, dass während der Fahrt nichts passiert. Hier kommt die Halterung, die ist auch echt schwer. Also die ist aus Metall, die ist jetzt nicht irgendwie billig Plastik oder irgendwas. Die ist richtig massiv schwer und aus Metall. Und hier steht dann auch nochmal Marshall USB. Oder? Marshall? Ne, USB 3.0. Und hier hinten haben wir dann den USB 3.0 Anschluss. Mit einer Seriennummer und so. Das halte ich mal sicherheitshalber so ein bisschen was drauf. Das ist als erstes da drin. Dann haben wir hier die Halterung. Die gucken wir uns dann nachher im Hardware-Video ganz genau an. Jetzt geht es ja nur erstmal ums Unboxing, was da alles drin ist. Dann haben wir hier Metall. Seht ihr das? Metallscheiben. Ich denke mal, die sind für die Befestigung. Und wir haben dann auch nochmal Lenscap, eine Linsenkappe. Das war halt, dass die Cam, wenn wir gehackt werden sollten oder so, nicht gleich angeht oder auch um die Linse zu schützen. So, dann nehmen wir das erste Styropor mal raus. Und dann kommt hier so ein. Ach! So. Dann kommt hier ein sehr langer USB-Anschluss, ein dicker USB-Kabel. Den gucken wir uns auch gleich an.
Hier haben wir dann auch nochmal Modell und ja. Muss ich mal so machen, dass man das so ein bisschen sieht. Das ist den Strichcode und so. Und das war doch schon. Mehr ist jetzt hier nicht drin. Und dann muss man die jetzt gleich zusammenbauen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Ich denke mal, die kommt hier unten. Gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Wovon ich gerade so ein bisschen überrascht bin, ist der USB-Kabel. Und das können wir ja schon vor dem Hardware-Video sagen. Der wird festgeschraubt teilweise, seht ihr das? So wie ihr das von den alten VGA-Anschlüssen vom PC kennt. Dass es nicht einfach mal so rausgeht. Der Kabel ist ziemlich dick. Also augenmaßmäßig, rein optisch mäßig würde ich jetzt sagen, der ist mindestens doppelt so dick wie ein normaler, herkömmlicher USB-Anschluss. Würde ich jetzt vom ersten Angucken so schon mal sagen, oder? Doppelt so dick, oder? Jo. Meine Frau sagt auch ja. So. Da bin ich schon mal echt ziemlich begeistert. Auch, dass hier so eine Linse mit bei ist, ein Abdeckungsdings. Und hier, die können wir hier wahrscheinlich rausschrauben. Und da haben wir dann so eine Ersatzlinse. Ich teste das mal kurz. Ja, die geht rauszuschrauben. Und die andere Linse wird dann wahrscheinlich Froschauge sein oder so. Wir haben dann lange die Winde dran. Frischauge. Oder Frischauge, genau. Wie komme ich auf Froschauge? Also hier sind echt lange die Winde dran. Ja, da unten ist dann die Kamera drin. Das werden wir uns dann gleich alles im Hardware-Video noch genauer angucken. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet für dieses Video. Wir werden die im Hardware-Video dann gleich mal zusammenbauen. Und dann werde ich nachher am PC auch mal ein Vergleichsvideo machen, wie die verschiedenen Kameras, die ich habe, also mal im Vergleich zu einer Logitech, das ist die einzige, was ich noch habe an Kamera, ich habe zwei Logitech, können wir dann vergleichen damit, wie sie aussieht und wie sie rüberkommt und die Software werden wir uns dann genauer angucken. Bis dahin würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, im ersten Teil des Hardware-Videos. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.